bilde mir ein, dass ich verfolgt werde. Ich bin übrigens Henry. Spürst du das Adrenalin? Ah! Was ist passiert? Du existierst gar nicht. Dann ist alles gut. Ich hatte Jungvogel und Moosblatt eigentlich beim Schreiben schon vor Augen. Also, ich habe mir gewünscht, dass die beiden das spielen und dann hat es auch geklappt. Ich finde es eine super Idee, Moritz und ich zusammen. Es ist, waren 6 im Lotto. Ich musste nicht lange nachdenken. Haben Sie ihn schon einmal gesehen? Also, er kommt mir bekannt vor, aber mehr so, als hätte ich mal von ihm geträumt oder so. Wir hatten nie die Gelegenheit, so intensiv zusammenzuarbeiten und das war schon lange ein Wunsch von uns beiden. Spricht er zu Ihnen? Spricht er jetzt zu Ihnen? Im Moment nicht, aber vorhin hat er was gesagt. Jürgen und ich standen ja gar nicht so oft wirklich miteinander vor der Kamera. Wir haben eigentlich nur 2 Filme miteinander gemacht. Der erste, das ist 100 Jahre her. Da hatten wir aber gar keine Szene miteinander. Warum lässt du das zu? Hä? Und außerdem, wenn die Alte merkt, dass du nicht mehr alle Tasten im Schrank hast, dann verlässt sie dich sowieso. Großer Bestandteil der Qualität des Films wird sicherlich auch dieses Zusammenspiel zwischen mir und Jürgen sein, weil das was ganz Besonderes ist. Vergiss die Alte. Du liebst sie nicht. Und weißt du warum? Weil du es nicht kannst. Man muss sich vorstellen, man schreibt so ein Drehbuch und dann füllen Schauspieler mit dem Kaliber die Figuren aus und erwecken die zu leben. Und das ist natürlich Wahnsinn. Dann haben die auch eine super Chemie zwischen, also miteinander, finde ich. Und wenn sich das alles so auf die Leinwand überträgt, das wird man auch sehen, dass es großen Spaß macht und da ein riesen Energiefluss ist. Und wenn das sich überträgt auf den Zuschauer, dann ist das ein besonderer Film. Es fühlt sich manchmal so real an, dass ich gar nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht. Ich bin echt.